Das ist der einzige kommerzielle Quantencomputer Europas, ein Modell davon. Denn wie er im Detail wirklich aussieht, weiß nur eine Handvoll Entwickler. Eines Tages sollen damit Rechenleistungen möglich sein, die bisher unmöglich sind, beispielsweise in Medizin, der Finanzwirtschaft, Logistik. Der Quantencomputer befindet sich bei IBM in Eningen. Tatsächlich ist Quantencomputing eine komplett neue Ära im Bereich der Informationstechnologie. Also alles, was wir heute kennen, was an Informationstechnologie da ist, wird der Quantencomputer und wird die Quantentechnologie komplett revolutionieren. Um dieses neue Denken erfahrbar zu machen, passiert hier Ungewöhnliches. IBM und das Forschungsinstitut Fraunhofer laden Programmierer, Wissenschaftler und Firmen ein, die Möglichkeiten des Quantencomputers zu erproben in einer Art Labor. Die neuen Bahnen des Denkens werden an verschiedenen Punkten demonstriert. Zum Beispiel, wie Widerstand durch Kühlung ausgeschaltet wird. Der Quantencomputer arbeitet nur in extremer Kälte. Oder Teilchen, die schweben und nicht fallen, sodass im übertragenen Sinn mit ihnen gerechnet werden kann. Qubits. Dieses Thema wirklich zu greifen in seiner Tiefe, ist egal von welchem Ausbildungslevel, sehr, sehr, sehr schwierig. Man kann es eigentlich nicht. Es gibt bestimmte Phänomene, die macht die Natur halt einfach. Und genau dafür sind wir da, diese Phänomene zu zeigen, zu inspirieren, wie man sie nutzen kann. Ja, und die nächste Generation kann es dann vielleicht besser als wir. Firmen wie Bosch, Mercedes-Benz oder Trumpf testen Quantencomputing bereits. Heute ist das einfach am Anfang. Das hat heute noch keine reale große Bedeutung für die Wirtschaft. Aber wenn man nicht zeitig dabei ist, dann kann man die Zukunft verpassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei diesem sozusagen übernächsten Schritt dabei sind. Und, das ist das Entscheidende, auch was draus machen.